Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder beim Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Heute mit der ETT, mit der Eurotrans Troisdorf, mit dem Felix, wie immer. Mahlzeit. Und dazu Habib und Noah. Hallo. Hey, jawohl. Wir fahren heute Richtung Frankreich. Wir starten gerade in Pécs, Ungarn. Auf geht's. Als Endziel ist Rennes drin, aber vorher geht's noch nach Graz, Montpellier und La Rochelle. Ja. Also fährt der so nach sieht's Graz aus. Vor. Genau, Graz fährt vor. Und ich baue mir die Kacke mal eben noch ganz kurz in die Karte ein. Graz und dann? Wo ist denn Graz überhaupt? Ja, in Österreich wahrscheinlich. Ach ja, nee, stimmt. Nee, warte, in der Schweiz. Da fahren wir auf jeden Fall zur Garage, so wie immer. Zack. So, von Graz geht's nach Montpellier, das ist hier im Süden. Ach, okay. Also, da muss ich ja vor. Geht's auch zur Garage? Externes? Ja, nee, achso. Intern. Aber Dings hat extern, deswegen fahren wir 90. Jo. Was Montpellier auch zur Werkstatt. Garage, genau. Und dann La Rochelle habe ich noch nichts, deswegen. Ihr fährt alle mit dem Lenkrad, oder? Yes, Sir. Fährst du Tastatur? Nö, Lenkrad. Ja, das ist Gamepad. Schön. Ich hab das. Ja, Gamepad ist auch noch okay, aber. Vor zwei Wochen gekauft, das war. Ich hab zwar ein Lenkrad, das liegt nur auseinandergebaut in einem Karton. Tong, 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 tong. Ich finde aber, wirklich das Schlimmste ist einfach Tastatur, meiner Meinung nach. Aber es gibt viele, ja, die können gut mit Tastatur fahren. Ja, auf jeden Fall gibt es viele, aber ich bin da nicht so in der Lage. Ich kann nicht ruhig bleiben. Entweder drücke ich einmal S zu viel oder so. Ja. Dann, ja. Da müsste man dann schon mit Maus lenken. Aber also was ich immer ganz gut finde, ist dann Gamepad. Das habe ich früher auch immer gemacht, wo ich zwischenzeitlich kein Lenkrad hatte, weil es ja zwischendurch immer mal kaputt war. Und bevor ich überhaupt mein erstes Lenkrad hatte. Muss halt warte. Können. Mein erstes Lenkrad habe ich, da hatte ich noch nicht mal einen PC. Nee, so. Ich auch nicht. Das war so ein Formula Force GT von Logitech. Das Alter! Ey! Ich hatte so ein Microsoft Lenkrad. Ist grün! Gas, Gas, Gas! Ja, ich bin schon angefahren, das ist bergauf. Ja, und Gas, ich Gas, Gas. Ja, ich habe jetzt auch abgewürgt, weil du stehen geblieben bist. Oh mein Gott. Mann, Mann, Mann. Frau. Vor allem mit 18 Tonnen hinten dran bergauf anfahren. Ja, 20 mal mit. Ich hab. Muss mal gucken. Habib hat 13,4. Was? Habib hat 13,4, Mr. Mittelsinger 20,1 und Dings kann ich leider nicht sehen, Noah, aber Noah müsste auch die 20 haben. 20 Tonnen Altpapier. Du hast zwei Bildschirme, ne? Ich hab zwei Bildschirme, ja. Oder ja, ich muss. Zwei. Dritter wollte ich mir eigentlich mal holen. Aber ich habe bemerkt, dass ich meine Wand so zugedonnert habe, dass ich hier keinen dritten hinhängen könnte. Also ich würde den lieber dann oben drüber hinhängen. Also so als zwei 24er oder? Ja, ja. Okay. 90 oder jetzt 70? Ja, 90. Durch. Ballern, Gas. Ach so, ach 90, da muss ich erstmal runterdrehen hier. 95, 90. 90 ist aber nicht 80. Von der Sonne. Ich fahre 90. Also ich fahre 90, komme ich gerade extrem schnell näher. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht, deswegen. Jetzt geht's wieder. Nee, ist alles okay. Zur Not kann ich ja abbremsen, ja, Tempomat. Also, übrigens vorne, ne, scharfe Rechtskurve für die, die jetzt mit 90 da gegen die Wand brettern. Felix, kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich kenne dich doch. Hui, mit 20. Jo, bleibt erstmal stehen, ja, oder was? Nee, ich fahre. Also erstmal parken hier. Ich wollte euch nur ein bisschen aufhalten. 2 Kilometer gefahren. Pause. Ist aber jetzt schlimmer als mit Niklas. Aber hier geht's schneller wieder los. Das stimmt. Nee, also ja, ich habe zwei 24 Zoll Bildschirme, wovon der eine sogar noch ein Fernseher ist eigentlich, aber ich habe hier kein Kabel. 24 Zoll Fernseher. Ja, ich habe mir in meinem alten Zimmer, also früher, wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, hatte ich halt den Bildschirm auch als Fernseher benutzt, weil da hatte ich dann ein Fernsehkabel und eben Computer und da habe ich halt den Bildschirm so halt für beides genutzt. Dementsprechend ist das halt ein Fernseher, den habe ich immer noch. Aber dadurch, dass ich einen 50 Zoll Glotze habe, brauche ich ja nicht auf 24 Zoll gucken. Außer ich liege im Bett, dann gucke ich auf 24 Zoll. Aber über PC, nicht Fernsehen. Und eigentlich wollte ich mir mal zwei neue 27 Zoller holen, die man direkt richtig aneinander stellen kann, also die nicht so einen fetten Übergang haben. Es gibt zwei 27 Zoller Curved, also ein Curved irgendwie
Ja, eigentlich müsste der in der Mitte gecurved sein und die beiden außen, also dann braucht man drei, müssen normal sein. So eine Kombi hat Philips, die ist richtig geil. Nee, nicht ja, Philips, LG. Philips oder LG? Nee, Philips hat die aber auch. Ja, also wirklich, dann hast du wirklich in der Mitte einen Curve und dann außen noch zwei lange, alle über DisplayPort anschließbar, dann kannst du noch Boxen direkt an den Bildschirm anschließen. Ja, so geht das auch, aber wenn du mit X-Split arbeitest, also das Spiel auf zwei Bildschirmen gleichzeitig laufen lässt, dann werden zwei Curved halt urgeil. Ja gut, das wollte ich eigentlich auch machen, aber dafür ist halt bei mir dieses, das Stück zu breit. Boah, fährst du schon 90? Nee, 87. Okay. Ich fahr 100? Yay! Oh Gott, hier kommt ja schon wieder so eine Kurve. Alles klar, Alter. Noah. Alter, jo. Nicht schlafen. Ja, ich merk. Der hat also abgebremst. Ich find's halt bei mir gerade momentan echt blöd, weil mein einer Bildschirm hat zwar einen ziemlich schmalen Rand, aber der Fernseher, der hat noch so einen richtig dicken Rand, weil der auch ziemlich alt ist. Heiß Volvo, weil die Achse oben ist. Ja, dann macht die blöde Achse auch runter. Oh, nee. Dann kannst du schneller um die Kurven düsen. So Leute, hier habt ihr mal einen Blick von hinten. Warum lachst du? Kann man tanken? Nee. Ich hab an der Garage getankt. Ich hab noch 1000 Liter. Lügen darf man nicht sagen. Was? Kennt ihr nicht diesen kleinen Typen? Ja, besser die ganze Zeit, der die ganze Zeit nee schreit. Und dann sagt er immer, Lügen darf man nicht sagen. Wie gesagt, ich habe Besseres zu tun, als mir sowas anzugucken. Das habe ich vom Freund geschickt bekommen, aber. Hört sich auch richtig sinnlos an, ey. Ja, das ist auch sinnlos. Achtung, Bahnübergang. Ja, einfach rüber mit 90. Ist halt wirklich so. Vor allem, ich wollte gerade sagen, vor allem hier in Frankreich, aber wir sind ja nicht in Frankreich, wir sind ja noch in Ungarn. Da fliegt man noch ein bisschen. Irgendwann hat mal getwitcht, aber ich bin 160 mit meinem Bahnschranke geflogen. Das war Danny, glaube ich. Ich bin letztens mit 120 in Frankreich in irgendeiner Stadt gefahren. Die hatten diese Hucke, wodurch man langsamer fahren soll. Ja. Da bin ich dann mit 130 rübergesprungen. War ganz schön witzig. Weißt du was? Aber ich hatte zum Glück keinen Anhänger hinten dran. Ich war einmal zu Carrefour gerast, um Auftrag zu nehmen, weil der wäre in 2 Minuten weg gewesen. Bin ich da hingerast mit 150, mit 160, 70, mit dem Iveco da mal hingefahren und mir kam ein Auto entgegen. Ich fliege über den Hügel und sitze dann oben auf dem Auto drauf. Ich steige gerade übers Auto rüber. Also langsam, also Twitch fängt mittlerweile auch schon an, mir auf den Nerven zu gehen, Janek. Warum? Ach, die haben im Moment hier so. Also ich habe mit XSplit mega die Probleme gerade, mich zu connecten. Weil er mir die ganze Zeit sagt, dass irgendwie mit dem Authentifikationstoken was nicht in Ordnung ist und er meinen Kanal nicht verifizieren kann und hast du nicht gesehen. Was ich halt übel gerne hätte, wäre so eine gute Internetleitung, damit man streamen kann. Ich war heute auf einem Stream, da konnte man Ausrufezeichen, Song Request und dann den YouTube-Link eingeben. Also ich würde, wenn ich Internet hätte, auch eher twitchen als, also dann würde ich wahrscheinlich sogar zum richtigen Twitcher werden. Ja. Weil, also YouTube, ganz ehrlich, du verdienst nichts, du machst es nur aus Fun. Das ist eine gute Quelle, um seine Videos, sage ich mal, dort liegen zu lassen, aber. Aber es ist halt, die Arbeitsaufwand ist zu groß dafür. Der Arbeitsaufwand ist zum einen echt groß dafür, dass du eigentlich nichts kriegst, außer du hast eine riesen Fanbase, sprich, die großen YouTuber, die man kennt, die verdienen damit halt gut, aber die kleinen, die kommen nicht hinterher. Und da ist Twitch halt wesentlich geiler und angenehmer. Und vor allem kannst du halt auch live mit der Community kommunizieren. Weißt du, gerade bei so Spielen wie bei FIFA oder so, wenn du jetzt neue Spieler kaufen willst auf dem Transfermarkt oder wenn du jetzt hier ETS 2 aufnimmst und dann fragst du, ja, wo sollen wir denn hinfahren? Ja, das ist viel geiler. Oder was hast du denn für eine Leitung? Ich habe nur eine 16K-Leitung, aber ich bin momentan auf der Wohnungssuche und in der neuen Wohnung werde ich mir 400K direkt holen. Wenn es verfügbar, sonst halt 200, aber 200 brauche ich mindestens. Ich kann dir empfehlen, zum Stream reicht eine 25K Glasfaser. Ja, nee, mir nicht. Weil ich will ja trotzdem noch meine Downloads nebenbei laufen haben und eventuell trotzdem noch irgendwo uploaden. Ja, du kannst ja sowieso bei Twitch mit maximal 3.500 uploaden, also. Ja, aber dann brauche ich halt auch eine stabile Leitung, weißt du, hier die Leitung, da kommt mal was an, dann kommt nichts an. Und wenn ich dann noch Full HD oder so streamen will, dann läuft bei 16K gar nichts mehr. Außer du bist Twitch-Partner, dann darfst du 5000, aber
Aber bei Twitch ist es halt so, du chillst so ein bisschen rum, dann ja, kriegst du halt so Sounds auf die Ohren, dass du ja jemand followt, und das ist halt besseres das Gefühl kannst, als... Das kannst du auch alles, ja, stimmt, ist schon irgendwie geil. Das ist aber ein besseres Gefühl, wie wenn du schlafen gehst und nach, oh geil, ich hab 100 Abonnenten mehr oder so, weißt du? Ja, es ist aber generell auch Twitch, die Community-Verbundenheit ist bei Twitch einfach viel geiler als bei YouTube. Und bei Twitch ist es auch so, wenn du eine Spende kriegst und so, kannst du alles einblenden lassen. Ja gut, Spenden kriegst du als kleiner Twitcher eigentlich nie. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich meine, wobei es natürlich, wenn du einfach sagst, ja, so eine Dollarspende oder eine Eurospende, das kann man ja eigentlich locker machen, aber es ist... Ja, aber man kann auch Gegenleistungen, also wenn man eine Spende macht, dann kriegt man vielleicht Coins und mit den Coins kann man irgendwas machen, weißt du? Ja, klar, das ist, also das kann man machen, aber ich muss sagen, da musst du halt schon ein bisschen größer dann sein. Also richtig, das sind Dinge, die lohnen sich erst, wenn du größer bist. Da reicht es nicht, wenn du pro Stream irgendwie 20 Zuschauer hast oder so. Das reicht dann dafür. Brauchst du schon mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Zuschauer pro Stream. Und es ist einfach so, dass du mit Twitch viel mehr Geld als Großer generieren kannst als mit YouTube. Was meinst du, warum Gronkh mittlerweile viel mehr streamt? Ja, machen alle YouTuber irgendwie diese, alle nebenbei machen die Twitch, selbst so eine Vlogger oder so, nebenbei zocken, haben die einen Gaming-Kanal auf Twitch oder so. Mittlerweile ja auch Kai, also German Truck Driver, macht's ja genauso. Einfach weil, gut, denen macht es dann halt auch Spaß irgendwo, klar, aber du kannst mir nicht erzählen, dass sie alle nicht auch das Geld sehen, was dahinter steckt. Ja. Ja, an sich finde ich, also mir würde es glaube ich auch wesentlich mehr Spaß machen, zu twitchen, ja. Weil dann weiß ich ja, hier komm, ich setze mich heute 3-4 Stunden hin, zocke ein Game oder meinetwegen auch 2 Games, das kann man ja dann immer gucken. Und dann ist das oben dann direkt gleichzeitig, sage ich mal, hochgeladen. Das ist wesentlich angenehmer. Genau, du könntest halt dann auch als wenn ich jetzt YouTube nehme ich ein Video auf, dann wird das erstmal von der Elgato einmal durchgerendert und danach rendere ich das nochmal mit Adobe, mit meinem Intro. Und da muss ich noch hochladen. Bei YouTube ist halt auch das Problem, wenn du jetzt ein Radiospiel laufen lässt, dann kannst du einfach das Video in die Tonne werfen. Nee, das kommt drauf an. Also gut, richtig Radio ja, aber dasselbe wenn du Problem jetzt, hast du bei Twitch aber auch, wenn du bei Twitch kannst du es dann nicht speichern. Ja, genau. Ja, bei Twitch, also wenn ich twitchen würde, irgendwann mal, wenn ich älter bin, dann würde ich einfach nur streamen und keine Videos machen. Ja, aber wenn du halt gerne die Videos auch speichern möchtest, dass man sich die später noch angucken kann, dann gibt's ja immer noch genügend. Es gibt halt genügend GEMA-freie Musik oder so, ja, die du aber trotzdem spielen lassen kannst. Ich meine, bei ETS 2. Sound zum Beispiel machen, ja, aber bei ETS 2 oder ATS hatte ich immer die KST-Beats laufen. Aber jetzt seit einer Zeit lang nicht mehr. Aber er macht also seine Musik halt, sagt er auch, ja, ist copyright-frei, wenn ihr mich verlinkt oder so. Ich habe eine Frage. Kann man Copyright-Musik auf YouTube verwenden irgendwie? Ja, musst du halt die Rechte dran kaufen eigentlich. Richtig. Oder halt mit demjenigen abklären, dass du die Sounds nutzen darfst. Also, da gibt's ja... Hört mir hier an. Da gibt's ja genügend Möglichkeiten. Also ich meine, viele YouTuber oder Leute, die halt Sounds machen, die sagen direkt, ja, verlinkt mich und sagt kurz, dass es von mir ist, dann ist das für mich okay. Und bei anderen, dann schreibst du die halt an, ob du es nutzen darfst. Und die meisten sagen da auch nicht viel gegen. Nur halt bei so großen Sounds, also bei so richtigen Musikern, die, wenn, um Adam da Copyright Walker zu... Oder so. Nee, ich meine, richtige Musiker. Also wenn du richtige Musik spielen willst, von irgendwelchen Weltstars oder so. Ja, wo es zum Beispiel auch schon anfängt, ist Execute zum Beispiel. Der verlangt auch Geld dafür, wenn du seine Videos, wenn du seine Musik benutzen willst. Ja. Also ich hab die auf dem Parkplatz gehalten. Ja, kannst weiterfahren. Kannst weiter. Ist halt wirklich dann, das kommt dann immer drauf an. Also es gibt halt wirklich einige, die dann Geld verlangen. Und je größer, desto eher musst du natürlich für ein Copyright auch bezahlen. Kannst natürlich Glück haben, dass du bei irgendwem, der gerade frisch anfängt, erst mit Musik oder so und gut ist, dass du das noch dann gratis bekommst. Ja, aber ganz ehrlich, dafür gibt es zu viel gute copyrightlose Musik. Ja, das ist es halt. Also selbst mit sowas rumschlagen müsste. Selbst YouTube bietet ja auch einen No Copyright Song Dienst an, den du dann später noch in deine Videos mit einbauen kannst. Was also, bei YouTube auch noch ein großer Nachteil ist, Beispiel, wenn wir jetzt wie hier jetzt zum Beispiel eine Aufnahme machen, jetzt passiert hier was und man sagt ein Schimpfwort, was nicht so toll ist.
Bei Twitch ist das dann direkt wieder weg, weil das Video nicht gespeichert wird, und bei YouTube muss man es dann ja reinnehmen oder verpiepsen. Ja, aber an sich ja, kommt es bei Twitch ja auch drauf an, weil du ja auch die Videos speichern kannst, die Aufnahmen. Kannst, muss man. Ja, das ist ja dann eben die Sache, ob du jetzt so irgendwelches Radio benutzen willst oder ob du lieber die Videos dort behalten willst, dass sich jeder die angucken kann, wenn jetzt Leute, die dir folgen, müssen ja nicht immer Zeit haben, deinen Stream zu folgen, wenn die das aber im Nachhinein noch gucken wollen. Halt, wenn die das oben bei Twitch auf Videos klicken, dann sehen die, oh, 5 Stunden, da gucken sie sich ja nicht 5 Stunden lang das Video an, ne? Nö, das ist auch so. Von daher ist diese Hochladfunktion etwas sinnlos. Kommt halt immer drauf an, wie viel du streamst. Ich meine, wenn du einfach nur hier so eine Fahrt streamst, so eine Stunde oder so, kann man die mal speichern. Ja, richtig. Oder eben, wenn du dort so einen Einblick, weißt du, so ein Intro-Video oder so ein Trailer für deinen Kanal oder so reinholen willst, dann machst du das halt, ne? Achso. Oh, 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 jo, jo, und da legt er sich! Ja, und da kann ich den Auftrag wegschmeißen. Wie viel Prozent hast du denn? Mann, es macht doch einfach keinen Spaß. Hey, fahr doch zu Ende und dann sag, ne, sollst du ihn rausnehmen sollen. Oder willst du hier was Neues suchen? Kannst ja gucken, ob es was gibt. Dann einfach hier von hier bis. Was Neues, was nicht extern ist, weil dann kommen wir schon. Naja, schau mal, ob du irgendwie nach Rennes oder Montpellier oder was auf dem Weg da liegt, was vom Frachtmarkt hast, weil dann ist halt immer besser mit dem Frachtmarkt. Wenn irgendwas passiert, kannst du neu laden. Ist das zum Kotzen alles? Mann! Ja, und da hat jetzt Felix natürlich auch richtig hart verkackt. Ja, klar war es mein Fehler, aber... Ja. Gebe ich ja auch zu. Aber es ist halt echt blöd, sowas dann. Jetzt... Oh, ernsthaft? Alter Scheiße, ich dachte hier so, ja, ich nehme mal eben kurz die Arbeitsagentur mit. Ja, Halleluja, fährst vorbei, wird nicht akzeptiert, musste erstmal reinfahren. Weil ich da auch drehen kann mit meinem fetten Truck und Anhänger. Ach, jetzt hat er es gefunden! Oh Gott, jetzt fahre ich trotzdem hier rein. Ich muss irgendwo drehen. Huckel! Huckel! Huckel, huckel, huckel! Oh Gott, oh, ist das eng hier! Eieieiei! Ach, das ist doch scheiße alles. Heute war es nach Verona. Ja, Verona ist die komplett andere Richtung. Na, wobei, wenn wir jetzt nach Montpellier fahren? Ich kann meinen Auftrag auch wegschmeißen. Oh, was macht ihr denn gerade alle? Nee. Keine Ahnung. Ach, das Schlimme ist, ich kann den ja dann. Ja. Hey, toll. Was doch? Moment, kannst du. Moment, warte mal. Du musst auf die Karte gehen und dann kannst du den entfernen lassen beim externen Auftrag. Musst du über Karte machen. Nee, weißt du, was mich gerade irritiert? Was denn? Du hast gar keinen Schaden, oder was? Im FPH wird mir kein Schaden angezeigt, ne? Ja, wie viel Schaden hat denn dein Anhänger? 1%. Mhm. Will ich nicht abgeben. Aber 1% ist schon wieder 1% zu viel. Oh. Ja, ist mir. Ich fall jetzt einfach zu Ende. Vielleicht sind es auch 0,9 und das Spiel rundet auf. Das FPH aber nicht. Ja, und wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel an so einen kleinen Pumpel aneckst, dann. Ja, das wird schon nicht passieren, keine Panik. Ey, selbst kannst du mit 1% kannst du den eigentlich auch noch abgeben, oder? Wenn FPH mir hinterher anzeigt, dass ich Schaden habe, dann gebe ich ihn nicht ab, und wenn FPH 0,9% sagt, dann ist gut. Du kannst der, wenn die FPH Schaden anzeigt, einfach sagen, dass er gelöscht werden soll. Ja, das ist ja nicht das Problem. Hast du ja letztens auch gemacht. Ja. Oh, Achtung, ich fahre hier gerade zurück. Oh, da rasiere ich gerade mal ein bisschen in die Wicker. Naja. Oh, da wollte ich gerade bremsen und dann bin ich doch noch gegengefahren. Ich habe jetzt auch mit YouTube angefangen, so ein bisschen. Nur ich weiß halt überhaupt nicht, woran das liegen könnte, ja? Bei Dingern bei XSplit. Oh lol, weißt du? Irgendwer von euch hat okay Google gesagt. Ja, ich glaub, ich Siri? Hallo? Ich okay einen... Google. Nein, das kann mein Handy eigentlich gar nicht hören, weil ich habe Kopfhörer auf. Also muss es irgendwie meine Stimme gehört haben und gedacht haben, oh, was willst du?
Und anscheinend habe ich, hat er jetzt irgendwas mit Let's Play Euro Truck Simulator gesucht. Auch geil. Das ganz schön ist halt das. Ich. Ja, hm? Rede. Dass OBS akzeptiert ist, aber XSplit halt nicht. Das, ich verstehe es nicht. Mm. So, OBS ist halt scheiße, weil da laufen manche Spiele halt. Habi, okay. Hol dir doch einen neuen Auftrag. Ja, warte. Also wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir fahren jetzt nicht mehr nach Montpellier, würde ich mal sagen. Den Auftrag hat nämlich gerade jemand weggeworfen. Hey Siri. Wer bin ich? Alles klar. Könntest nach Bourges, Civaux. Oh, lass, fahr mal nach Civaux, da ist das Nuklear-Atomkraftwerk, da will ich hin. Oder St. Laurent, da ist auch ein Atomkraftwerk, da will ich auch hin. Eins, Oder Golfech, da ist auch ein Atomkraftwerk, will ich auch hin. Sant Albert de Rhône ist auch eins. Wo? Sant Albert de Rhône unter Lyon. Paul Well, da ist auch eins. Ich weiß gar nicht, wo Lyon ist. Ganz einen kleinen Punkt da, außer Bourges. Ah, hier, St. Alban de Rhône. Ja, das ist auch eins. Aber es liegt nicht ganz so auf dem Weg, deswegen. Zu den ganzen Kernkraftwerken muss man hinfahren. So, also ich habe jetzt drin La Rochelle und Rennes. Ihr könnt ja schauen. Warum soll ich? Naja, du kannst über Süden fahren. Naja, Verona würde gehen, aber ist ja ein bisschen kurz. Weiß nicht, ob du irgendwie Nizza, Marseille, Toulouse, Bordeaux, also Limoges, ich hab, Le Mans, Brest. Ich hab Felixstowe, Esbjerg, Växjö, Brüssel, Kiel, Kassel, Lodz, Wrocław, Verona. Nee, Kassel ist zu nördlich. Verona geht. Was war nochmal am Anfang? Irgendwas in Frankreich oder Italien oder Schweiz oder Österreich. Verona. Oder Deutschland, Süden. Ja, dann nur Verona. Okay, jetzt sind wir auch live auf Twitch. Ach, hast du ja angemacht? Ja. Das ist immer OBS. Hallo Twitch! Ja, ich habe über OBS angemacht. Egal. Ja, okay. ETS läuft ja Gott sei Dank über OBS. Ach so, es hatte nur Probleme bei Dings gemacht, ne? Bei Siege oder so. Bei Siege und bei Counter-Strike, ja. Ja. So. Kannst ja mal bei den CS. Offline, ne? Wer ist ich? Abib Styler. Ach so, okay. Alles klar. Tschüss, euch noch viel Spaß, ne? Ja, dir noch tschüss. Jo, danke. Ja. Schönen Tag. Jo, danke. Ja. Tschüss. Bald auf Twitch. User disconnected from your channel. Twitch heißt du? XX Black Shadow XX. XX? Wie? Schreib es ihm doch einfach. Ja, okay. Ich hatte mir. Hast du jetzt Verona angenommen? Ja. Nur? Okay, ja. Dann können wir dann direkt weiterfahren. Warte kurz. Also, ich trinke mal noch einen Schluck. Gerade Hühnchen. Was? Du trinkst Hühnchen? Es sind gerade Hühnchen. Ach, nice. Ich habe eigentlich was zum Essen da, was ich mir warm machen kann. Aber ich könnte auch den einfachen Weg nehmen und zum Dönerladen gehen, wo ich gestern schon war. So. So, ich würde sagen, weiter geht's. Noah lädt gerade noch auf, wie ich das sehe, bei Schubidubidub. Ich kann den Namen nicht entziffern. Habe ich denn... Wäre jetzt mal eine schöne Frage. Was denn? Das ist auch gut. Ich will anfahren, schalte erstmal im zweiten, weil im ersten war mir das jetzt nicht so. Achso, ich schau mal hier. So. Noah, kommst du dann raus? So. Mein PC spinnt schon wieder. Das ist nice. Kauft euch niemals eine Wasserkühlung. Ja, weiß ich.
Hatte ich auch erst vorgehabt, mir eine Wasserkühlung zu kaufen, aber jetzt wird es wahrscheinlich eher eine zweite. Auch keine Corsair-Wasserkühlung. Wenn die auf Hochtouren drehen, haben einen i7 6700. Hab ich auch. Wenn die Wasserkühlung auf Hochtouren dreht, dann klackern alle Lüfter und so. Weißt du, ich habe in meinem PC um die 6 Lüfter oder so, ich höre gar nichts. Mein PC ist einfach stumm. Ich hole mir jetzt ein 18 Dezibel Alpenfilm Matterhorn in Weiß. Ja, okay, sowas brauche ich nicht. Da haben wir dann einen schönen reingeploppt. Den normalen CPU-Kühler hole ich mir. Ja, ich habe bei meinem CPU-Kühler erstmal einstellen müssen, dass der standardmäßig auch auf 0 drehen kann, also gar nicht drehen kann oder halt 30% nur. Weil bei mir ist der, wenn ich auf leise gestellt habe bei meinen Lüftern, dann war mein CPU-Kühler immer direkt auf voller Leistung. Ich halte hier mal an, ne?